Die Bauforum 24 TV Barmer Specials werden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Themen Specials. Schweres Gerät hat Mercedes-Benz aufgefahren. In den Hallen der Stuttgarter wird die Schwerlastzugmaschine Actros SLT 4165S präsentiert. General Manager Jürgen Knöller erläuterte uns Details zum Schwerlastprofi. Wir können mit diesem Fahrzeug ein Zuggesamtgewicht von 250 Tonnen bewegen und haben jetzt einen Motor eingebaut mit 650 PS und eine neue Turbokupplung. Früher war das die WSK, heute ist es diese Void-Turbokupplung. Diese Fahrzeuge kommen aus dem Werk Wörth als 6x4 Fahrzeuge und werden in der Konfiguration 8x4 wieder an den Kunden geliefert. Mit Spezialaufbau, wie Sie sehen, dann auf der Rückseite mit Kühlanlagen, also Kühlungssysteme für die Kupplung und Doppelkühlanlage für den Motor. Dadurch, wenn wir eine Doppelkühlanlage für den Motor haben, können wir uns bewegen in warmen oder sehr heißen Regionen und haben dadurch keine Probleme mit irgendwelchen Motor-High-Temperaturen. In Afrika ist das Highlight oder beziehungsweise die Technik, sie brauchen halt eine sehr große Kühlfläche, dass sie diese Temperaturen verarbeiten können. Oder in der Wüste, wenn sie in der Wüste fahren, sind sie halt mit Umgebungstemperaturen 50 Grad und das macht einem Motor natürlich schon Probleme. Deshalb machen wir Doppelkühlanlagen in diese Autos rein. Wir haben das Problem, dass in diesen Lasten, wo wir fahren, wir sehr, sehr langsame Geschwindigkeiten haben, die uns keinen Fahrtwind an Kühlung bringen. Also wir müssen die Kühlung alle selbst bringen. Die Bauforum 24 TV Barmer Specials wurden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv